22. November, Sonntagmittag, Adler Mannheim gegen Schwenninger Wildwing, Südwestderby in der SAP Arena zu Gast. Das Überraschungsteam aus Schwenningen, Tabellenführer in Gruppe B. Hinein in diese Partie. Es war ein munterer Beginn in diesem Spiel mit einer ersten richtig dicken Möglichkeit für Boas Bessen, der hier zunächst an Dennis Endras scheitert. Dann die Scheibe aber hinten noch mal rauskullert. Es bestand die Chance zum Nachschuss, aber Schwenning kann die Scheibe nicht über die Linie drücken. Mannheim verteidigt das danach mit Mann und Maus richtig gut. Boas Bessen hier mit der Chance. Danach begräbt Endras die Scheibe unter der Fanghand. Hier sehen wir es noch mal. Puck dann frei. Dann wirft sie Huchtala hin. Mannheim verteidigt und dann ist die Situation geklärt. Mannheim danach etwas mehr vom Spiel, viele Strafzeiten zu Beginn. Hier läuft die eine Strafzeit geradeaus. Mannheim da am Drücker, konnte aus der Strafzeit nichts machen, aber dann Strafzeit vorbei. Puck kommt zu Michaelis und der schiebt ein. Gute Vorarbeit vorne hinter dem Tor. Utala erst links, dann rechts, verwirrt die Schwenninger Verteidigung etwas und dann sucht Marc Michaelis die Nordamerika-Leihgabe mit schnellen Abschuss. Germany hat den Pfosten noch nicht dicht und dann klingelt 1:0 für Mannheim. Das ist auch der Spielstand nach dem ersten Drittel. Pavel Groß kann zufrieden sein, außer das Powerplay, das lief noch nicht so richtig rund bei den Adlern aus Mannheim. Zweites Drittel. Gute Möglichkeit Schwenning da direkt zu Beginn. Travis Turnbull zögerte aber zu lange, spielt lieber nochmal ab, anstatt dass er den Schuss sucht. Wäre eine gute Chance gewesen. Scheibe kommt dann aber nicht aufs Tor. Alex Weiß ist es, der hier die Scheibe dann nicht Richtung Tor bringen kann. Schwenning gut im Spiel in den ersten 10 Minuten vom zweiten Drittel. Danach gab es aber Probleme mit einer Plexiglasscheibe, dass Schwenning so ein bisschen aus dem Spiel geworfen hat. Aber vorher gab es noch diese Szene. Und zwar die Spink Brothers, die sich hier super durchkombinieren. Mit einem Tor, mit dem Abschluss. Tyson Spink. Schauen wir es uns nochmal an. Spink spielt runter auf Work. Der wieder hoch zu Spink. Dann geht es zum nächsten Spink. Viel Spink mit dabei, aber vor allen Dingen Tor am Ende. 1:1. Der Ausgleich. Richtig schönes Tor. Spielen Mann und Maus da aus. Verteidigung und Dennis Endras. Er noch auf der Tribüne. Tim Stützle. An der Hand verletzt, kommt jetzt aber demnächst wieder zurück. Hinein ins letzte Drittel, Riesenmöglichkeit. Der Neue von Mannheim, Schinnemann, scheitert am ansonsten gut aufgelegten Patrick Cervini im Tor der Gäste. Und dann ist es Mannheim, die hier im letzten Drittel doch ein bisschen mehr vom Spiel haben. Lechtiburi bringt die Scheibe da vors Tor. Und Leon Bergmann, die nächste Nordamerika-Leihgabe, steht halt da, wo ein Stürmer stehen muss. Und zwar direkt da, wo die Scheibe hinkommt, staubt ab. Bisschen Glück mit dabei natürlich, aber Lechtiburi bringt die Scheibe da gut vors Tor. Hüpft da frei rum und Leon Bergmann sticht dann zum nächsten Tor, zum 3:1. Die schnelle Antwort, die unglaublich schnelle Antwort, aber von Schwenning. Nur ein paar Sekunden später. Björn Krupp etwas verwirrt, gibt die Vorlage zu Daniel Pfaffengut und der schweißt ein, nagelt die Scheibe unter die Latte. Natürlich in bester Schussposition, direkt vor Dennis Endras, der dann natürlich nichts machen kann. Der Fehler liegt hier, brauchen wir nicht lange sprechen, bei Björn Krupp. Aber trotzdem, den musste auch erstmal da so unter das Dach zimmern. Wunderbares Tor von Pfaffengut. Nur noch 3:2 im Südwestderby. Danach Schwenningen agil, probiert viel, aber die Mannheimer sind unterwegs mit den Young Guns. Die Scheibe kommt da zu Florian Elias, dem Topscorer, dem Top-Torschützen der deutschen Nachwuchsliga aus dem letzten Jahr. Ein Eigengewächs, der hier trifft zum Tor. Florian Elias, erstes Tor beim Magenta Sport Cup. Und damit der Endstand. Halt mit den Strafen selber bestraft. Wir haben viel zu viele Strafen gemacht, auch ich. Da kommst du halt nicht in den Spielfluss rein. An sich haben wir gut gespielt, wir haben mitgespielt, wir haben durch unsere Schnelligkeit Chancen kreiert und waren eigentlich auch im Drücker. Ja, ich glaube, es waren
Es war kein einfaches Spiel. Wir haben ein bisschen zu viele individuelle Fehler gemacht, aber es war auf beiden Seiten so ein bisschen eine zerfahrene Partie. Aber ja, ganz happy, dass wir am Ende das Spiel für uns entscheiden konnten. So, Ziel der Adler war es also, den Angriff auf die Tabellenspitze. Dieses Ziel haben sie erreicht. Sieg 4:2 gegen Schwenningen und damit steht jetzt Mannheim ganz oben in Gruppe B. Mannheim gewinnt gegen Schwenningen 4:2.